Mannschaft zog gegen den Titelanwärter Calw alle Register des Könnens und gewann prompt mit 20 zu 22. Ein rassiger Sport, oder? Und wahrscheinlich gefällt mir besser wie Fußball, oder? Ja, ist gut. Körperbedingt, schnell, schnell. Merkst du im Spielgang halt. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Der ist ein volles Haus, das fasziniert mich einfach vom Gang ins Handballmensch. Es ist einfach ein toller, rassiger Sport. Und sie sind alle mit Idealismus dabei, oder? Und darum bin ich auch da. Und die Bregenzer im traditionellen Schwarz-Weiß ziehen auch gegen den prominenten Gegner Calw ein sehenswertes Spiel auf. Vor allem Spielertrainer Roland Frühstück mit der Nummer 4 schießt Tor um Tor. Geschicktes Stellungsspiel am Kreis. Und herrliche Würfe hier von Markus Burger. Der Ärger des deutschen Tormannes ist verständlich. Den Grundstein zum Erfolg legen die Bregenzer schon in der ersten Hälfte, in der sie ständig knapp in Führung liegen. Hier zum Beispiel das 4:3 durch Roland Frühstück, hoch über die Verteidigung hinweg, nochmals in Zeitlupe. Die Mannschaft aus Calw gibt einen schweren, aber fairen Gegner ab, scheitert aber oft an der hervorragenden Bregenzer Tormannleistung. Pausenstand schließlich 9:7. In der zweiten Hälfte wird es dann kurzzeitig eng für die Bregenzer. Calw geht in Führung, aber die Vorarlberger kontern. Hier durch Marcus Delladio. Kurz vor Spielende steht es 20:20. Doch Peter Mössler und schließlich Roland Frühstück erzwingen noch die Entscheidung. Das sind diese dramatischen Szenen. Bregenz gewinnt mit 22:20 und katapultiert sich damit auf den dritten Tabellenrang vor. Sich in der württembergischen Verbandsliga hervorragend schlägt. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Bregenzer hat zweifellos das begeistert mitgehende Publikum. Auch beim 17:17 Unentschieden gegen Tabellenführer Lautlingen. Seit wir in dieser Liga spielen, bei jedem Match immer mehr Publikum und ich glaube, die Mannschaft verdient ein Publikum, wie wir momentan spielen. Zunächst haben die heimischen Fans aber wenig Grund zur Freude. Die in Rot-Weiß spielenden Deutschen liegen nach 10 Minuten bereits mit 3:0 in Führung. Die Lautlinger dominieren das Spiel und trotz einiger schöner Gegentore, wie hier durch Roland Frühstück, bleiben die Bregenzer im Hintertreffen. Die Nervosität ist unübersehbar. Fehlwürfe, wie hier durch Peter Mössler, sind die Folge. Die Deutschen bauen die Führung aus. In der Pause dann beschwörende Worte in der Bregenzer Kabine. Ich möchte nur eins sagen, wir haben noch nie sieht man jetzt da Handballspielen in einem normalen Meisterschaftsspiel so ein Publikum gekriegt wie heute. Ja, es hat sich die letzten 4-5 Spiele immer mehr gesteigert und jetzt haben wir mal die Hütten voll. Spielen wir nicht nur für uns, wir spielen auch für die Leute da und die kommen wieder. Ja? Volle Bulle. Und es hilft. Hier zunächst der Ausgleich zum 12:12 durch Ivo Ganner. Die Bregenzer verschärfen das Tempo, haben das Spiel nun im Griff. Und Markus Burger erhöht hier auf 17:14. Doch der Jubel ist verfrüht. Bregen spielt unkonzentriert, die Deutschen schaffen den Ausgleich. Thomas Singler hat dann in letzter Sekunde noch die Chance auf den Siegestreffer. Es bleibt aber beim 17:17. Sich verloren, trotzdem sind sie dem bereits sicher scheinenden Abstieg entronnen. Zunächst.
zum Spielende, mit dem niemand gerechnet hatte. Bregenz am Boden, der deutsche Gegner erfolgreich. Einer ist immer der Loser. Einer muss immer verlieren. Damit bleibt nur noch eine Hoffnung. Und das Saulgau hat gewonnen. 33-21. Der Mitkonkurrent gegen den Abstieg hat noch höher verloren. Bregenz ist damit gerettet. An das letzte Spiel der Saison werden die Bregenzer allerdings nicht mehr gerne zurückdenken. Die Deutschen in den helleren Leipen von rechts nach links, taktisch und technisch stark, Bregenz in der Abwehr konzeptlos. Hinten einfach nicht zu ihrem Spiel, das ist eine Katastrophe. Es findet kein Spielzug und überhaupt ist nicht statt. So schwach habe ich sie überhaupt nicht gesehen. Einziger Lichtblick im Spiel gegen Heiningen, der erst 18-jährige Christian Deladio, hier bei seinem vierten Treffer. Insgesamt erzielte er 38 Meisterschaftstore. Und was sagen die Fans? Naja, die Mannschaft ist jetzt natürlich schon ein bisschen überaltert. Ich schätze, sie müssten sich ein paar junge Spieler holen, wahrscheinlich einen Legionär, damit sie nächstes Jahr mithalten können. Es gehört vielleicht ein Zugpferd rein, wo die ganze Mannschaft mitreißen kann. Das wäre sicher mal ganz wertvoll. On Mar, on Top Mar. Bereits an Pfingsten soll ein Spitzenspieler aus der ehemaligen DDR getestet werden. Und zum Schluss 10-17 Niederlage im österreichischen Cup gegen Hart. Und der Stein des Anstoßes, ein zwar nicht alltäglicher, aber spielentscheidender Wurf in letzter Sekunde. Ein Freiwurf, das Spiel war aus, der Freiwurf musste direkt ausgeführt werden. Ich glaube, das war ein Glückstor. So etwas kommt alle 10 Jahre einmal vor, dass man so ein Tor schießt. Also ich habe gesehen, dass der Spieler Breuder während der regulären Spielzeit, eine Sekunde vor Schluss circa, den Freistoßkreis verließ und den Ball prellte. Und somit gilt der Freistoß als ausgeführt. Dann wäre es beim 16-16 geblieben. Aber wie war es wirklich? Die Hader in den blauen Dressen. Foul jetzt an Regitnik, der Schiedsrichter pfeift und unterbricht damit das Spiel. In der Zwischenzeit läuft auch die reguläre Spielzeit ab, das heißt, der Freiwurf muss jetzt direkt geschossen werden. Der Schiedsrichter richtet die Bregenzer Mauer ein und gibt mit dem Pfiff das Spiel frei. Jetzt darf Breuder nicht mehr prellen, tut das auch nicht, sondern versetzt die Mauer und den Bregenzer Torhüter. Das alles entscheidende 17-16. Den Protest hätten sich die Bregenzer, die ohne ihren neuen Spielmacher Aram Basic antreten mussten, also sparen können. Vor allem, wenn sie ihre Chancen besser verwertet hätten. Mangelnde Konzentration und ein hervorragender Hader Torhüter Werner Fitz machten die besten Möglichkeiten zunichte. Hochklassig war das Spiel in Hart nicht. Dafür gab es spannende und dramatische Szenen bis zur letzten Sekunde. Ein heißes Derby auf dem Programm stand. Zu Gast waren die sieggewohnte Mannschaft des Tabellenführers aus Saulgau. Am Ende aber jubelten die Bregenzer, die mit dem 23-21 den Deutschen die erste Niederlage in der Meisterschaft zufügten.
Für schwache Nerven war das Derby nichts. Die Bregenzer, sie spielen in den weißen Hosen, behielten sie bis zum Schluss. Heute hat wirklich die ganze Mannschaft stellenweise in der Abwehr und der Peter Mössler natürlich im Angriff eine sensationelle Leistung geboten. Also ich möchte dem Peter da nochmal gratulieren. Er hat wirklich super gespielt heute. Hier ein paar Kostproben von Mösslers Wurfqualitäten. Peter Mössler, achtfacher Torschütze, gibt die Blumen bescheiden weiter. Ich glaube, dass wir momentan auch durch den neuen Ausländer eine sehr, sehr starke Mannschaft haben. Und ich glaube, heute haben alle sehr, sehr gut gespielt. Vor allem in der Verteidigung waren wir überzeugend. Und ich glaube, dass das zurückzuführen ist, dass wir heute gewonnen haben. Mit Dragan Arambasic haben die Bregenzer eine echte Spielerpersönlichkeit gefunden. Hier kommt er mit der Nummer 4 an den Ball. Nach dem Derby-Sieg gegen Saulgau ist die Bregenzer Handballwelt auf alle Fälle wieder in Ordnung. Mit Handball, mit einem 22:21 Zittersieg gegen den HC Kärnten warten die Bregenzer Handballer doch noch die Chance, in die Staatsliga A aufzusteigen. Diesmal ist ihnen allerdings Glücksgöttin Fortuna kräftig beiseite gestanden. Eine Sekunde ist noch zu spielen, es steht 21:21 Freiwurf für Bregenz. Der Ball ist im Tor, die Partie gewonnen, Christian Deladio hat das Unmögliche möglich gemacht. Ja, ich kann nur dazu sagen, es ist mir die letzten 5 Jahre so da nicht gelungen. Also die Chance ist sehr gering, dass es hineingeht. Ich meine, es stehen 4 oder 5 Abwehrspieler in der Verteidigung. Das ist reines Glück, dass man da eine Lücke findet durch den Block, also durch den Verteidigungsblock hindurch. Lange Zeit hat es aber nicht nach dem ersten Sieg ausgesehen. Vor der Pause bekommt die Bregenzer Abwehr vor allem den Kärntner Goalgetter Janosch Kontrek nie in den Griff. Die Gäste aus der Staatsliga A anfangs zudem cleverer. Hier schon das 5:8. Mit einem Zwischenspurt geht Bregenz bis zur Pause 12:11 in Führung durch Klemenčić. Für die Staatsliga A war die Vorstellung aber zu mager. Meiner Meinung nach fehlt es an einem wirklichen Spielmacher, der mit Kopf und mit Verstand dahinter steht und einem ordentlichen Werfer. Und was wir in Aussicht haben, und das wissen auch unsere 2 Torleute, da greife ich Ihnen nicht vor, wir brauchen dringend einen guten Tormann. Auf den Bregenzer Tugenden lässt sich aber sicher aufbauen. Gekämpft wird bis zum Umfallen, auf die jungen Leute ist mehr und mehr Verlass. Wie zum Beispiel Tamar Zirit mit dem 21:21. Auch in puncto Nervenstärke ist Bregenz die Kabel. Bei den Fans trifft das nicht immer zu.